Gestern, am 4. April, wurde der neue Patch 1.1 für Apex Legends herausgebracht und dementsprechend gehen wir einmal schnell durch, was denn die Entwickler endlich mal an diesem Spiel patchen. Zuallererst gab es zu Release dieses Patches ein paar peinliche Fehler, könnte man sagen. Und zwar wurden Spieler, die sich gerade eingeloggt haben oder dementsprechend im Spiel waren, auf andere Server, auf andere Regionen gemoved und den ganzen Progress, den diese Spieler gemacht haben, also Spielstunden, Skins und Schlag mich tot, alles mögliche freigespielt habe, wurde einfach komplett gelöscht. Okay, nachdem dann dementsprechend die ganzen Nachrichten bei Apex Legends reingegangen sind, haben sie dann auch gemerkt, okay, wir glauben, die haben ein bisschen Scheiße gebaut, konnten aber Gott sei Dank den ganzen Progress, den diese ganzen Spieler gemacht haben, wieder zurück repatibeln und dementsprechend alle Spieler wieder auf ihren normalen Normwert bringen. So, dann zum eigentlichen Spiel. Lebensqualität oder Quality of Life wurde verbessert. Es ist nun relativ einfach und relativ schnell möglich, mit seinem letzten Squad, mit dem man gespielt hat, zu teamen. Bedeutet also, wenn ich also mit einem Squad gespielt habe, gerade mit einem Random Squad, dann ploppt links eine kleine, oder dann ploppen links zwei kleine Fenster auf und dementsprechend seht ihr dabei zwei Banner und mit einem Linksklick könnt ihr eure alten Teammates oder dementsprechend eure Teammates, mit denen ihr gerade davor gespielt habt, einladen. Bedeutet also, wenn ihr ein geiles Squad gehabt habt, könnt ihr direkt nochmal teamen. Wenn ihr aber gar keine Lust habt und sagt, ey, ich habe ständig Bock, neue Leute kennenzulernen und ich will ständig mit neuen Leuten spielen, dann könnt ihr diese Funktion einfach unten rechts am Reiter Freunde ganz einfach auf der linken Seite ausschalten. Sonst kleine Sachen wie zum Beispiel das System gegen Cheater wurde verbessert. Ihr könnt nun oder ihr habt nun eine Mute-Funktion während der Champion Select und des Intros. Und auf PC habt ihr nun mehrere Funktionen zur Verfügung, wenn es darum geht, einen anderen Spieler zu reporten. Sonst kann man sagen, es wurde kleine Änderungen bezüglich des User-Interfaces vorgenommen. Nichts Besonderes, wurde einfach nur ein bisschen schöner gemacht, also praktisch ein bisschen futuristischer, ein bisschen runder die ganzen Kanten und wirkt alles ein bisschen smoother und ein bisschen schöner. Im Menü, gerade für PC-Spieler sehr interessant, aber ich glaube auch generell nur für PC-Spieler, bin ich mir gerade gar nicht ganz sicher, weil es nicht so genau drin stand, gibt es nun einen Punkt, der es ermöglicht, kompatible Hardware, wie zum Beispiel die Razer Chroma Edition, die Leuchteffekte auszuschalten. Bedeutet also, wenn ihr jetzt hier irgendwelche coolen Leuchteffekte auf eurer Maus und Tastatur habt, könnt ihr die jetzt übers Apex Legends Menü, sollte eure Hardware kompatibel sein, damit ausschalten. Weiterhin wurden zusätzliche Informationen hinzugefügt, solltet ihr auf eurem PC Abstürze oder Errors haben. Bedeutet also, wenn ihr einen Error habt und ihr wisst gar nicht warum, könnt ihr einfach, oder in den meisten Fällen wird euch dann gezeigt, hey, du hast gerade nicht genug Speicher oder dein CPU ist zu ausgelastet, ist zu überhitzt und sonstiges. Also kleine Informationen, die euch einfach einen Hinweis darauf geben, warum das Spiel dann gerade abgestürzt ist. Nochmal zum Spiel oder zum Ingame selbst. Und zwar wurde auf dem Supply Ship bestimmte unsichtbare Barrieren, die vorhanden waren, entfernt. Ja? Also bedeutet also, wenn ihr auf das Supply Ship raufgeflogen seid und ihr seid einfach gegen eine unsichtbare Wand gekracht und seid nach unten gefallen, sollte es jetzt nicht mehr geben. Und zu guter Letzt die letzten drei Punkte. Wir haben einmal auf den Plattformen PS4 und Xbox, wenn dort Spieler eine Tastatur angeschlossen haben und dementsprechend mit ihren Teammates zu kommunizieren, sind sie öfters mal rausgeflogen oder hatten Error-Nachrichten oder halt, ja, sind halt rausgeflogen und dieses Thema oder dieser Fehler wurde auch behoben. Außerdem wurden Banner-Symbole gerade im Game oder am Ende des Games nicht mehr angezeigt. Ja? Also diese kleinen Banner, um dementsprechend eure Teammates wiederzubeleben, wurden nicht angezeigt. Dieser Bug wurde auch behoben. Und als letztes, was relativ wichtig ist, ist, dass Wraith-Spieler, wenn sie ihre Fähigkeit Into the Void benutzen, nun nicht mehr vom Octane-Jump-Pad beeinflusst werden. Was ist zu sagen? Es sind keine großen und essentiellen Patch-Notes oder dementsprechend Änderungen, die Apex Legends hätte am Spiel vornehmen müssen. Ich meine, es wünschen sich so viele Spieler, dass die Wingman genervt wird. Es wünschen sich so viele Spieler eine gottverdammte Deathcam. Und sie machen einfach nichts daraus. Ich sag mal so, dass sie generell das Spiel so selten patchen, ist einfach schade, weil dieses Spiel hat unglaublich viel Potenzial. Aber das ist halt ihre Sache und wenn sie nichts machen, machen sie halt nichts. Meine Lieben, ich hoffe, ich konnte euch einmal ganz schnell, ich hoffe, das Video wird nicht allzu lang, ich hoffe so 4 Minuten, ich konnte euch einmal ganz schnell die ganzen kleinen Sachen und Details zeigen, die im Patchnote 1.1 vorhanden waren. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.